Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Formel 1018 Karriere. Mittlerweile schon der 8. Part im 7. Rennen hier. Am letzten Mal in Monaco lief es ja richtig, richtig gut. Nach dem nur 10. Platz im Qualifying, aber dann im Rennen einfach mal gewonnen. Hier die Fahrerwertung. Mittlerweile wieder Erster mit 2 Punkten Vorsprung vor Bottas, aber dafür schon 23 auf Hamilton. Also lief richtig, richtig gut. War ja im Regen und dann die richtige Strategie angewandt. Und dadurch war ich einfach 12 Sekunden vor Alonso und am Ende konnte ich mich auch vor ihm halten. Dann sieht man hier nochmal das Ergebnis. Ich Erster, Bottas Dritter, Ericsson Scharker Zweiter. Ah, und hier die Upgrades sind leider beide fehlgeschlagen. Ich glaube, eins hatte ich auch. Und das hat geklappt, aber die anderen beiden leider fehlgeschlagen. Müssen wir nochmal ein paar Punkte investieren. 280. Und hier für 272, ja, mache ich mal für die Kurbelwelle. Jetzt wird er in Frankreich fertig, aber beim nächsten Rennen. Aber im Chassis habe ich noch keine Ressourcenpunkte. Und wenn es euch wie immer gefällt, lasst natürlich ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt. Damit würde ich sagen, geht jetzt los hier, ab ins Training. Wir sind hier live beim Circuit Gilles Villeneuve in Montreal, wo sich die Teams auf die heutige Trainingssession vorbereiten. 1999 beendete die äußere Streckenwand, welche sich bei der letzten Kurve befindet, das Rennen für 3 Formel-1-Weltmeister. Damon Hill, Michael Schumacher und Jacques Villeneuve. Seit diesem Tag wird die Wand hier auf der Ile de Notre-Dame in Montreal Wall of Champions genannt. Die wohl berühmtesten Kurven der Strecke sind die Biegungen 13 und 14, die eine schnelle Schikane bilden. Dabei werden die Curbs ordentlich abgenutzt und man kommt der Wand ziemlich nah. Erwischt man aber die Curbs zu hart, ist das Rennen gelaufen. Man sieht viele Fahrer, die Fehler bei der Einfahrt in die 13 machen und die Ausweichstraße nehmen, um nicht die Wand zu berühren. Das ist großartig. Okay. Das war... Programm abgeschlossen. Sie haben die Führung in der Meisterschaft übernommen. Glauben Sie, Sie können diese Leistung beibehalten? Im Training sind Sie regelrecht geflogen. Glauben Sie, das lässt sich aufs Qualifying übertragen? Sie haben heute ein paar Teile auf der Strecke gelassen. Gab es Schwierigkeiten mit der Traktion? Danke für den Kommentar. Guten Tag an alle Zuschauer. Wir hoffen, Sie sind auf ein spannendes Qualifying eingestellt. Die Teams hier in Kanada schließen gerade die letzten Vorbereitungen ab. Und hier in Q1 angekommen, lege ich natürlich direkt los mit der ersten fliegenden Runde. Und diese ist die absolut schnellste Runde hier in Q1. Obwohl diese alles andere als perfekt war. Am Ende von Q1 auf Platz 4. Kimi Räikkönen einfach mal Erster mit knapp 4/10 Vorsprung. Aber es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ich habe ein sehr gutes Gefühl für das Qualifying. Und jetzt hier mit der Runde in Q2. Oh, hier nicht gut erwischt diese Kurve. Und am Ende 3/10 hinter Charles Leclerc auf Platz 2. Leute, ihr könnt doch Bottas noch rausschmeißen, wenn einer nur schneller fährt. Okay, Bottas. Jawohl, und Bottas ist rausgeflogen. Nur 11. mit den Ultra Soft. Der wollte natürlich wieder seine schlaue Strategie verwenden. Hat aber diesmal kein Glück und nur 11. Okay, Hamilton einfach mal 8/10 vor mir. Es gibt ein Problem mit dem Kühlsystem und wir werden ein paar Minuten für die Reparatur brauchen. Och nö, schon wieder mit dem Kühlsystem. Das heißt, ich kann hier wieder in Q3 nur eine Runde fahren. Schon das zweite Mal diese Saison. Das zweite Mal im 7. Rennen. Ich sehe, es fängt hier an zu regnen. Ja, alle waren schon einmal draußen von Hypersoft und ich kann natürlich keine schnelle Runde mehr fahren, weil es regnet. Das heißt, ich starte morgen wieder nur von Platz 10. Es wäre eigentlich viel, viel mehr drin gewesen. Richtig, richtig bitter dieses Qualifying. Wegen einem Fehler im Kühlsystem konnte ich keine Runde fahren auf den Hypersoft. Und danach hat es natürlich geregnet. Und damit wieder nur Platz 10. Hamilton auf Pole. Räikkönen immerhin Dritter. Pech, nicht ganz da, wo wir im Grid sein wollten. Aber Kopf hoch, das ist noch nicht das Ende der Welt. Ja, auf jeden Fall Pech.
Ja, und dann nach diesem ernüchternden Qualifying sehen wir uns gleich im Rennen. Wir sind wieder am Ufer des Lawrence Rivers hier in Montreal für den großen Preis von Kanada. Dieses Event fand zum ersten Mal im Jahr 1978 auf einer Variante dieser Strecke statt und wurde von niemand anderem als dem berühmten Gilles Villeneuve gewonnen, dem ersten Kanadier, der je sein Heimrennen gewinnen konnte und dem zu Ehren die Strecke dann umbenannt wurde. Auf dem Circuit Gilles Villeneuve, der zu zwei Drittel mit Vollgas gefahren wird, werden wir Höchstgeschwindigkeiten im Bereich von knapp 340 km/h sehen. Hochgeschwindigkeitsschikanen und vor allem die berüchtigte Wall of Champions sorgen potenziell für Gefahr. Außerdem muss beim Überholen in der Haarnadelkurve und in der Zielschikane höllisch aufgepasst werden. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und P2 geht an Daniel Ricciardo. Der Australier hat heute eine starke Leistung gezeigt. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Raikkonen, Leclerc, Sergio Perez und Ocon. Eriksson, Verstappen, Magnussen und der Witzbold. Bottas, Hülkenberg, Fernando Alonso und Sainz Junior. Van Dorn, Stroll, Sergei Sirotkin und Pierre Gasly. Hartley und Romain Grosjean startet aus der hintersten Reihe. Ja, ich hatte ja genau einen Platz vorm WM-Rivalen. Jetzt sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Genau einen Platz vor Bottas. Wird das wohl wieder eine 2-Stop? Vielleicht könnte man ja Hyper Soft Ultra und dann wieder Hyper am Ende fahren. Ich glaube, das mache ich mal so. Hat am Ende noch ein bisschen mehr Pace auf den weicheren Reifen. Und damit geht es los in die Einführungsrunde. Bottas hat natürlich jetzt einen riesen Vorteil. Er ist nur einen Platz hinter mir, hat aber die freie Reifenwahl. Und fährt vermutlich wieder einen Stop. Ich starte wie in Monaco vom 10. Platz. So, und die Ampel geht an und wenn die 5 roten Lichter aussehen, startet der große Preis von Kanada. Ah, der Start nicht ganz so gut. Nicht zu viel riskieren. Leider keinen Platz gut gemacht, aber Bottas hat immerhin schon einen Platz da hinten verloren. Das Ziel natürlich so schnell wie möglich weit nach vorne kommen. Und da bremse ich rein gegen Magnussen. Und überhole Max Verstappen auch noch. Oder es wird knapp. Da kommt er doch wieder zurück. Immerhin schon mal einen Platz gut gemacht nach dem Start. Jetzt hier gegen Verstappen komme ich auch innen durch. Und Magnussen kommt auch direkt am Verstappen vorbei. Warum sind die da hinten alle so langsam? Max Verstappen schon über 3 Sekunden weg. Jetzt fahren die alle so langsam wegen Charles Leclerc da vorne. Hält da einige Fahrer auf. Hier komme ich an Eriksson und Ocon vorbei. Aber jetzt haben beide DRS. Und der Eriksson ist natürlich richtig schnell. Oh, hier komme ich jetzt aber komplett vorbei. Und Raikkonen kämpft dagegen Leclerc. Und der hält ihn ganz schön auf. Verliert absolut viel Zeit hinter Leclerc alle. Und das spielt natürlich Hamilton und Ricciardo da vorne voll in die Karten. Noch nicht bemerkt hast, wirst du es demnächst merken. Sei vorsichtig. Oh, jetzt hier ganz spät gegen Perez. Gutes Manöver. Und er kann auf keinen Fall kontern, weil er viel zu weit weg ist. Und da fahren die ersten schon in die Box. Ich merke gerade, die Reifen sind echt, die rutschen nur noch auf der Strecke. Ich fahre glaube ich doch lieber mit zweimal Ultrasoft. Zweimal Ultrasoft ist wahrscheinlich die bessere Strategie hier. Und Hamilton war da vorne auch gerade in der Box. Und Daniel Ricciardo ebenfalls. So, perfekt angehalten. Und Perez kommt zum Glück hinter mir raus. Mal schauen, kommt Raikkonen, wo kommt er denn erst raus?
Oh, hängt da mitten im Verkehr fest, hatte ja mega Pech zwischen dem McLaren, Toro Rosso, Renault. Och man, ich hätte ja eigentlich vor dem Rennen den Motor mal wechseln sollen. Weil das meiste schon im gelben Bereich. Da könnte ich auch mal die Schrapazierfähigkeit verbessern. Infos zu McLaren. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto, deshalb langsamer. Oh, Leclerc damit Problem. Der Abstand zum Teamkollegen. Ganz langsam unterwegs, den schaltet wahrscheinlich aus. Und jetzt kommt das Safety Car raus wegen Leclerc. Das bereue ich doch, dass ich schon so früh in die Box gefahren bin. Weil jetzt wäre ja die 9. Runde gewesen. Da wäre ich perfekt in der Safety Car Phase in der Box gewesen. Aber kann man ja nie wissen. Aber das Safety Car ist echt gut. Okay, Raikkonen fährt wieder an die Box. Das Gute ist, das Feld rückt jetzt wieder näher zusammen. Und damit sind Hamilton und Ricciardo wieder absolut in Reichweite. Bottas führt das Feld an. Ja, wegen seiner Einstopp-Strategie. Aber Nimo damit jetzt auch zunichte gemacht. Bottas hat einen großen Vorteil durch den gesparten Stopp. Aber jetzt fährt sowieso noch jeder jeweils einmal an die Box. Mindestens. Leclerc fährt da einfach immer noch, obwohl er extrem langsam ist. Kann das Safety Car immer reingehen. Endlich. Okay, alles klar. Heute komme ich sehr gut aus der Schikane. Und überhole Fernando Alonso wahrscheinlich. Jawohl. Direkt überholt. Okay, beide Mercedes auf super soft unterwegs. Fahren hier eine andere Strategie im Vergleich zu Ricciardo und mir. Und hier gegen Ricciardo komme ich vorbei. Bremse viel später als er. Damit schon auf Platz 3 wieder. Und Hamilton mit Attacke gegen Bottas. Klappt nicht. Ah, schade. Ich war fast auf einer Höhe mit ihm. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 5,6 Sekunden. Ich berühre ihn leicht am Hinterreifen. Aber kein Schaden. Ist angekommen. Bestätige. Ricciardo ist nicht gerade langsam auf den Geraden. Etwas überraschend. Und Hamilton wieder mit dem missglückten Manöver gegen Bottas. Vielleicht kann ich mal kontern. Okay, die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert. Und Bottas verbremst sich hier. Hat natürlich schon die älteren Reifen. Oh, schade. Berühre hier die Wand. Und Hamilton wieder gegen Bottas scheitert er. Jetzt komme ich aber mal vorbei. Ricciardo direkt dahinter. Hier innen gegen Bottas. In der nächsten Kurve ist er natürlich innen. Wir rühren uns leicht. Oh, hier wieder auf dem Gras und verliere wieder beide Positionen. Sowohl gegen Hamilton als auch gegen Bottas. Liefern uns einen krassen Vierkampf. Und damit ist Hamilton jetzt an Bottas vorbei auf Platz 1. Oh, jetzt innen gegen Bottas komme ich auch an ihm vorbei, endlich. Und Raikkonen ist schon wieder an der Box. Ich könnte natürlich auch den Undercut gegen Lewis Hamilton versuchen. Und damit auf Platz 1 kommen. Jetzt fahre ich in die Box und mache einen Undercut. Komme nochmal frische Ultrasoft. So, jetzt hier der zweite und damit letzte Boxenstopp. Und Perez fährt auch wieder rein an derselben Runde. Damit haben wir unsere Strategie. Und da kommt Daniel Ricciardo. Einen härteren Reifen. Wir pushen, damit ich vor Hamilton rauskomme. Und da sind die gelben Flaggen. Achso, Charles Leclerc hält die immer noch auf, weil er das Rennen immer noch weiterfährt. Damit die neue schnellste Runde gefahren. Und Hamilton.
Ich komme ganz knapp vor ihm raus. Diese Runde von eben hat wahrscheinlich das Ganze ermöglicht. Aber jetzt Hamilton auch auf den Ultrasoft. Oh, ist hier richtig schnell und schafft schon hier das Überholmanöver. Ah, der Konter hat auch nicht geklappt. Das war aber eine echt kurze Führung. Weniger als eine Runde. Kann ich hier nochmal zurückschlagen oder setzt sich Hamilton da vorne wirklich ab? Vielleicht geht da irgendwie noch was, wenn er einen Fehler macht. Motorprobleme werden wahrscheinlich das gewesen sein, was mich hier den Sieg kosten könnte. Hätte ich den Motor vor dem Rennen gewechselt, wäre ich natürlich auf den Geraden viel schneller und könnte auch mit Hamilton noch kämpfen. Jetzt muss ich mich sehr wahrscheinlich geschlagen geben, dem Briten im Mercedes. Noch 5 Runden zu fahren. Hamilton ist noch ein bisschen weiter nach vorne gekommen und Ricardo 4 Sekunden hinter mir. Das heißt, es wird wahrscheinlich bei diesen Plätzen hier bleiben. Ich zähle die allerletzte Runde. Ich liege noch 2,5 Sekunden vor Daniel Ricciardo. Da vorne noch gelbe Flagge, kurz vor Schluss. Ist das erreicht, was wir von dir verlangt haben? Ausgezeichnete Arbeit. Und damit bin ich am Ende Zweiter. Okay, da ist noch ein Williams aufgeschrieben. Ich sage, kommen die Fahrer raus zur Siegerehrung, um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Nach diesem hervorragenden Rennen können sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen. Also zweiter Platz bin ich ganz zufrieden. Weil Hamilton war echt von der Pace her echt unschlagbar im Rennen. Im Qualifying ja auch, war auf Pole. Und ich nach dem 10. Platz im Qualifying mit dem 2. Platz echt noch ein super Rennen gefahren. Immerhin ein paar Positionen vor Bottas. Das heißt, ich mache viele Punkte gut in der Fahrerwertung. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Der Witzbold vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Heute kann das nur Romain Grosjean sein. Heute ist er für mich in einer anderen Liga gefahren. Wirklich beeindruckend. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM. Okay, Bottas ist jetzt noch ausgeschieden. Der Rangliste übernommen. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal. Also Hamilton auf 1, dann auf der 2 ich, Ricardo Dritter. Okay, sehr viele mittlere Teams weit oben. Die McLaren, Force India. Und 3 können leider nur 12 da am Ende. Mit den 3 Stops, die er machen musste. Und Bottas einfach noch ausgeschieden. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Sirotkin war ja der Williams am Ende. Aber dass Bottas ausgeschieden ist, habe ich überhaupt nicht gemerkt. Steht gar nicht, wie viele Runden er gefahren ist. Und in der Fahrerwertung immer noch Erster. Mittlerweile Hamilton auf den 2. Platz. 16 Punkte schon hinter mir. Und Bottas nur noch Dritter. Sehr, sehr gut. Jetzt einen größeren Vorsprung in der Fahrerwertung. Raikkonen leider nur 5. Dann eine Konstrukteurswertung. Mercedes die Führung übernommen. Wie Hamilton gewonnen hat und ich war 2. Ansonsten ja. Beide Teamkollegen jeweils nicht in die Punkte gefahren. Hier nochmal ein Interview am Ende. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt. Was war Ihre Strategie? Ja, das Aero-Paket. Ein weiterer Platz auf dem Podium. Langsam muss es Ihnen da oben ja vertraut vorkommen, oder? Ja, ich sag einfach, das Team erwartet nichts anderes. Es stimmt ja. Ferrari natürlich der Anspruch. Sieht es aus, als könnten Sie Ihrem Rivalen noch etwas beibringen. Ja, bringt beiden etwas. Räikkönen natürlich mit mehr Erfahrung. Denken Sie, Sie hatten Glück, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu haben? Ich weiß nicht. Ja, sage ich das einfach. Darf nicht weiter beschädigt werden, der Wagen. Klasse, das war dann alles. Wahrscheinlich das mit Bottas gemeint, das Duell von Hamilton. Hier noch, natürlich gewinne ich über in allen Bereichen, weil ja beide ausgeschieden sind. Damit übernehme ich sogar die Führung gegen Räikkönen in der Rivalität. Punkte gibt es auch noch ein paar. Jetzt gehe ich mal hier. Was könnte man verbessern? Strapazierfähigkeit. Jetzt ist der Preis aber erhöht. Also warte ich lieber, bis der Preis wieder niedriger wird. Hier haben die ja schon ein paar Sachen verbessert. Ich habe ja 902 Punkte. Der Motor wird verbessert demnächst. Ja, hier könnte man mal drauf sparen. 1300. Oder wieder hier.
In Chassis könnte man auch investieren. Naja, mal schauen. Ich spare erstmal noch ein paar Punkte. Beim nächsten Rennen in Frankreich gibt es ja auch zwei Upgrades, die beiden, die fehlgeschlagen sind. Da würde ich mal sagen, war es das mit der Folge. Das Rennen hat echt mega Laune gemacht nach der Safety-Car-Phase. Das Duell gegen Hamilton und Bottas und Ricciardo dahinter. Da am Ende immerhin noch Zweiter geworden. Sogar kurzzeitig in Führung. Und in der Fahrerwertung die Führung ausgebaut. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne wieder ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Und aktiviert die Glocke. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.